Energie. Gestern, heute, morgen. Wer einen Stein ins Wasser wirft, verändert das Meer. Die große Schuld des Menschen ist, dass er jeden Tag zur Umkehr fähig ist und es nicht tut. Optimisten wandeln auf den Wolken, unter denen die Pessimisten Trübsal blasen. Die nächste Generation darf nicht die Geißel der Energiequellen des vergangenen Jahrhunderts sein. Wir müssen das Öl verlassen, bevor es uns verlässt. Jeder bekommt das, was er verursacht. Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen. Jemand, der den Wind der Veränderung spürt, sollte keinen Windschutz, sondern eine Windmühle bauen. Nicht der Wind, sondern die Segel bestimmen den Kurs. Fantasie ist die Fähigkeit, in Bildern zu denken. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Energie gilt als großer Krisenherd unserer Zeit, aber das Universum ist voller Energie. Wir stellen uns nur noch zu blöd an, vernünftig damit umzugehen. Das ist mein Stil, das ist mein Leben, das ist mein Zuhause, das ist meine Welt, das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich.